Ja, abschließend bleibt letztlich nur noch das Teilen meiner Listen übrig. Und wir haben vorhin schon in den vorherigen Bereichen gesehen, dass das in eigens erstellten Listen tatsächlich möglich ist. Das bedeutet, entweder haben Sie schon eine bestimmte Liste, die Sie hier auswählen und möchten sie mit anderen Personen teilen, dann können Sie das oben rechts über dieses kleine Icon mit dem Mensch drauf tun. Das heißt, hier wird ein sogenannter Einladungslink erstellt, den Sie dann versenden können. Ich mache das einfach mal, ich klicke mal drauf. Das heißt, diesen Link, den kann ich dann hier kopieren. Man sieht aber auch unten gibt es noch weitere Optionen und so ist es zum Beispiel möglich, den Zugriff auf die aktuellen Mitglieder zu beschränken. Das heißt, ist dieser Link einmal versendet worden, kann ja jeder, der diesen Link bekommen hat, auf diese Liste letztlich zugreifen. Das kann man dann also stoppen, indem man das unterbricht oder generell sagt, ich teile nicht mehr. Das heißt, der Unterschied ist, aktuelle Mitglieder, die schon darauf zugegriffen haben, bleiben drin und ich stoppe es für künftige, während nicht mehr teilen eben das Teilen generell stoppt und keiner mehr auf diese Liste zugreifen darf, außer mir selbst. Aber das zeige ich gleich nochmal. Ich gehe hier oben nochmal über den Pfeil zurück und dort kann ich mir nach wie vor diesen Link hier kopieren. Wenn ich das schließe, sieht man trotzdem, dass hier so ein kleines Zeichen abgebildet ist. Dieses Zeichen finde ich auch hier oben. Das heißt, es ist nicht mehr nur noch ein Kopf, sondern zwei Köpfe zu sehen, sodass ich jederzeit diesen Link erneut hier kopieren kann, respektive das Teilen an sich stoppen oder beschränken kann. Also, lang geredet, Link wird kopiert, der landet jetzt direkt in der Zwischenablage, so dass ich jetzt hier mit einer neuen E-Mail direkt das Ganze versenden kann. Das heißt, hier startet jetzt kein extra Wizard oder Pop-up-Fenster oder sonstiges, was den Direktversand ermöglicht. Ich muss tatsächlich hier zurück, zum Beispiel in mein Outlook oder in mein Gemma oder sonst irgendwo hin. Ich bleibe jetzt beim Outlook und schreibe mal eine neue Nachricht an meinen Kollegen Kevin Kohl. Das war ich jetzt einfach mal. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, unsere neue Liste und drücke mit Steuerung V oder rechte Maustaste einfügen diesen Link dazu. Und zusätzlich zum Link wird natürlich auch noch das Fensterchen dazu erzeugt. Das heißt, eine Link-Vorschau wird erzeugt. Die kann man auch wegklicken, wenn man noch was zusätzlich ergänzen möchte oder einfach der Bereich hier entfernt werden soll. Ich verbleibe einfach mal dabei und sende das jetzt. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Ganze aus Kevins Sicht an. Ich wechsle mal den Browser, weil da habe ich mich mit seinem Account angemeldet. Und man sieht auch schon, hier oben leuchtet eine kleine 1. Das heißt, es ist etwas Neues passiert. Ich klicke einfach mal drauf. Es kam eine E-Mail von mir. Das bedeutet, das ist die gesendete. Ich kann also direkt hierauf zugreifen. Ich muss nicht extra das App wechseln. Die E-Mail wird direkt geöffnet und ich kann dann hier auch über den Link auf die Liste zugreifen. Dann versucht das System, mich einzuloggen, gegebenenfalls erkennt er den Account jetzt schon. Ich logge mich jetzt hier einfach noch mal ein und frage das Kennwort noch ab. Und dann können sich die beiden Accounts miteinander verknüpfen. Jetzt kommt dieses kleine Fensterchen. Möchten Sie der Liste beitreten? Hier unten steht auch noch mal der Hinweis, mit welchem Konto das passiert, Liste beitreten und dann wird die Verknüpfung hergestellt. Das Ganze öffne ich dann und finde in der To-Do-Liste von Kevin, er hat auch schon ein paar hinzugefügt, jetzt unsere gemeinsame Qualifizierungsgespräche, die dann hier stattfindet. Wenn Kevin also jetzt hier was eintragen würde, nehmen wir mal Bewerbungsgespräche, interne Stellen, dann kann er das mit Enter natürlich bestätigen oder woanders hinklicken und kann genau dieselben Einstellungen vornehmen, so wie ich sie eben auch eben vornehmen konnte mit Doppelklick, also beispielsweise hier den ganzen Bereich öffnen. Und auch hier sieht man, dass Microsoft beim erstmaligen Öffnen wieder Hilfe leistet und einfach zeigt, was geht denn. Was kann man hier alles so tun? Hier zum Beispiel der Tipp, die Aufgabe zu meinem Tag hinzuzufügen.
Jetzt gehen wir wieder auf meine Liste. Zurück in die To-Dos App. Und zwar sehe ich jetzt sofort, dass in meinem Qualifizierungsgespräche Bereiche unten in der Liste genau das schon eingetragen wurde. Und so sind Sie eben auch in der Lage, zumindest mit freigegebenen Listen in einer Gruppe oder mit einzelnen Personen Aufgaben zu teilen, beziehungsweise gemeinsam ja zu bearbeiten, zu erstellen. Und das ist hier relativ schnell und simpel gemacht. Wir schauen uns das gleich jetzt auch nochmal über die Outlook-App an. Das heißt, die Outlook-Aufgaben-App, die bietet ja ebenfalls die Möglichkeit, Listen zu führen, Aufgabenlisten zu führen, die man direkt auch in Outlook managen kann. Und natürlich habe ich auch hier die Möglichkeit, anderen Aufgaben zu delegieren. So hieß es mal in Office 2010. Mittlerweile heißt es Outlook-Aufgaben weitergeben. Im Prinzip ist das genau dasselbe. Man teilt Aufgaben miteinander und weist sie im Grunde der verantwortlichen Person zu. Und so ist überhaupt ein gemeinsames Arbeiten ja anwendungsübergreifend auch möglich. Jetzt haben wir hier eine Möglichkeit kennengelernt und kommen jetzt im zweiten Schritt zu den Outlook-Aufgaben.